Hier ist sie wieder, die Radio Gong Fire Polizei, diesmal an Bayerns stärkstem Stück Freizeit beim Freizeitland Geiselwind. Auch hier haben sich die Mitarbeiter beworben für die Distelhäuser und Radio Gong Feierabendparty. Aber bevor gefeiert wird, muss die Polizei natürlich prüfen, ob hier auch Gong gehört wird. Und das schauen wir jetzt mal. Sie dürfen ihn nicht anrufen, das ist eine Überraschung, aber Sie können uns sagen, wo die Technik ist. Also die Technik finden Sie nicht, weil die ist ganz oben im Park. Ja, genau. Genau. Ja, ich komme ab kurz. Ich glaube, das ist hier von der Werkstatt. Die reparieren da was, beziehungsweise die bauen hier eine neue Lichtanlage ein. Ob die Dinos damals auch schon Bruno Mars gehört haben? Da steigt jemand von der Leiter. Da haben wir zwei Kollegen. Wer von euch ist der Daniel? Das bist du. Käppi, Radio Gong, hallo, grüß dich. Ihr hört hier Bruno Mars, das könnte unser Sender sein, ist es? Ist es, richtig, wunderbar, ist Radio Gong. Ihr hört immer Radio Gong hier auf der Arbeit? Genau, also in der Werkstatt läuft ganz nach Radio Gong. Wenn wir so Baustellen haben wie hier, läuft da immer Radio Gong. Daniel, du hast dich für die Feierabendparty mit Distelhäuser und Radio Gong beworben. Genau. Mit welcher Begründung? Ich bin der Meinung, wir bieten den Leuten so viel Attraktionen und so weiter den ganzen Tag und da haben wir es einmal verdient, Spaß zu haben nach Feierabend. Spaß mit alkoholfreien Getränken wie der Distelhäuser Fassbrause, natürlich aber auch mit den Pilzprodukten und Weizenprodukten der Distelhäuser Brauerei. Was wird es bei dir persönlich sein? Was bist du so für ein Biertrinkertyp? Pilzprodukte. Also bist ein Pilztrinker. Dann sage ich an dieser Stelle, jetzt hören wir auch die Nachrichten, das ist auf jeden Fall Radio Gong. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt die Feierabendparty gewonnen. Wunderbar, cool. Süß auf der Frau mit dem Bubisocker sind. Ja, man möchte was gern, da steckt der Bein hinter. Er macht nur Blödsinn durch die Beinstube. So ein Kinderhüpfer in der Kirche nicht brauchen. Nur der hat geholt, weil sie hat's nicht gehabt. So ein Junge, recht von der Kleine. Oberfüll, Treiber. Rauchen, saufen, voll durch die Weiber. Drei Minuten bei der Nacht und schlafen. Also uns hat es super gefallen, es war gut fürs Team, für den Zusammenhalt, die überraschenden Spiele, die einzelnen Abteilungen konnten mal gegeneinander antreten. Ich denke, dass das den Zusammenhalt sehr stärkt und das war einfach klasse. Toller Überraschungsabend. So, der Mähmeister. Gute Stimmung hier, ist auf jeden Fall lustig. Auf alle Fälle, das war sowas von genial bis jetzt, also unschlagbar. Für dich so vielleicht ein Highlight? Ach, puh, der ganze Abend war bis jetzt ein Highlight. Und um die Kurve rum, Stecker, ja, das gibt's ja gar nicht mehr. Ja, und Daniel, jetzt aber auch, der Chef, guter Mischung-Einsatz. Und wir bedanken uns bei Ihnen, beim Radio Gong Team, dass Sie gekommen sind, dass Sie die Stimmung so richtig angeheizt haben. Die Distelhäuser Brauerei hat die Getränke zur Verfügung gestellt und unsere Küche hat viel dazu beigetragen, dass es ein abgerundeter Abend ist. Vielen Dank. Markus, die Feierabendparty ist jetzt leider schon vorbei. Du hast eigentlich bei fast allem mitgemacht bei allen Spielen. Was hat dir so am besten gefallen heute? Och, ich habe beim T-Shirt zerreißen natürlich gewonnen. Das geht natürlich runter wie Öl und ansonsten eine gelungene Feier. Viele Leute da, Top-Stimmung, Radio Gong dabei, ein Traum. Besser kann man sich nicht vorstellen. Ist klar, und in diesem Sinne sagen wir Tschüss und wir sehen uns morgen bei der nächsten Feierabendparty. Tschüss! Tschüss.